Hallo zusammen, liebe Kunden von Espresso TV, liebe Leute, Freaks, wer auch immer jetzt zuguckt. Hier haben wir die Rocket R60V, der neue Dual Boiler mit Druckprofilierung. Äußerlich schaut das Ding ja ähnlich aus wie eine R58, ist aber natürlich ein bisschen besser. Man sieht jetzt hier zum Beispiel, wenn man die Abtropfschale wegnimmt, ist hier alles komplett aus Edelstahl. Und ja, also vom Aufbau super. Auch die Füßchen hier sind etwas höher und insgesamt eine sehr nette Maschine. Und wir sehen jetzt hier so ein Teil, das ist praktisch die Steuereinheit Nummer 1. Das kann man hier anstecken mit einer seriellen Schnittstelle an der Seite. Ich zeige das gerade mal. Ich hoffe, ich kriege es hin. Das ist Plan A, wie man jetzt das Ganze einstellen kann. Und jetzt hier die breite Seite nach unten, serielle Schnittstelle RS232, wie man es von früher noch kennt, von Monitoren. Zap. Jo, und hier kann man jetzt genau ablesen, wenn man dann in P geht, kann man dann die Sprache auswählen, dann ob Festwasser oder Tank, hier kann man dann Grad Celsius oder Fahrenheit, Servicekessel an, Temperatur kann man einstellen, ist jetzt hier auf 106 Grad und auf 124 Grad der Dampfkessel. Druckprofil A habe ich jetzt gewählt oder Druckprofil B, Druckprofil C und dann geht man wieder zurück und natürlich kann man dann auch in die Druckprofile rein. Mir persönlich ist das jetzt ein bisschen zu nervig. Ich mache zack, steck das Ding ab und ab dafür, weg damit. Ich habe so ein komisches Teil hier, das nennt sich iPhone.